Hallo, hier ist wieder Jörn von Energy Ice and Sandwich und heute habe ich das hier für euch. Ich war jetzt ein paar Wochen nicht online hier auf YouTube und es hat ein paar private Gründe. Dennoch möchte ich euch jetzt wieder ein paar neue Videos zeigen und heute fangen wir mit diesem guten Teil hier an und los geht's. So, und hier haben wir nur das gute Stück, das Note 8, welches mir freundlicherweise von notebooksbilliger.de zur Verfügung gestellt wurde. Und das will ich jetzt für euch auspacken. Gucken wir uns erstmal die Verpackung an. Auf der Vorderseite groß zu sehen Note 8. Hier stehen ein paar technische Daten drauf, aber dazu nachher mehr. An der Seite könnt ihr sehen, es handelt sich um die Duos-Variante. Auf der anderen Seite steht nichts. Und auf der Rückseite stehen ein paar technische Daten, wie zum Beispiel, dass es eine 12-Megapixel-Kamera mit optischem Bildstabilisator hat. Und zwar eine Dual-Kamera ist das sogar. Auf der Vorderseite eine 8-Megapixel-Kamera. Und das Note 8 ist nach IP68 geschützt gegen Wasser und Staub, hat einen Iris-Scanner und eine 64 GB großen internen Speicher sowie 6 GB RAM. Das Modell ist in schwarz gehalten, wenn ich mich recht entsinne. So, also einmal abziehen, die Verpackung. Und dann sehen wir hier ein Siegel, das ich dann erstmal aufmache. So, ganz vorsichtig, dass man auch nichts weiter kaputt macht. Meine Güte, ist das fest. So, Siegel auf, umdrehen, kann man es nämlich so aufklappen. Und hier sehen wir nun das gute Teil. Das ist jetzt das Note 8, auf der Rückseite bekanntermaßen mit der Dual-Kamera und dem Fingerabdrucksensor neben der Kamera, was ja viele immer bemängelt haben. Legen wir erstmal beiseite und gucken uns an, was noch weiter drin ist. Pappe. Hier ist das SIM-Eject-Tool und wahrscheinlich noch ein bisschen, genau, was zum Lesen in mehreren Sprachen, nehmen wir auch beiseite, brauchen wir auch nicht mehr. Hier haben wir den Adapter USB auf USB-C, der jedem Telefon mit beiliegt. Sowie ein Schnellladegerät, steht auch drauf, Adaptive Fast Charging, kann man es sehen, mal gucken, einmal, jetzt, genau, so, steht auch was drauf, wie viel Watt, 5 Volt bei 2 Ampere und 9 Volt bei 1,67 Ampere. Müsste ausreichen, um das Note 8 schnell zu laden. So, kann auch beiseite gelegt werden. Hier ist nochmal der Adapter von USB-C auf normal Micro-USB-Anschluss. So. Hier ist noch ein Ladekabel USB auf USB-C für das Handy zum Aufladen sowie Kopfhörer EOIG 955 sind wohl die Standardkopfhörer tuned bei AKG. Kann ich mich kurz rausholen. Mal sehen. Ja, jetzt AKG-Kopfhörer sind auch im Lieferumfang enthalten. Sowie ein paar
ein paar Spitzen für den Stift und das Tool zum Rausziehen der Stifte. Und was ist hier drin? Ach, da sind noch Ersatz-Ohrmuscheln für die Kopfhörer drin. So, das soll es gewesen sein zum Lieferumfang des Galaxy Note 8. Sehr umfangreich, muss man sagen. Vor allen Dingen die AKG-Kopfhörer, denke ich mal, dürften für Entzücken sorgen. Sind ja nun deutlich besser als das, was man sonst beizuliegen hat, wenn man überhaupt noch Kopfhörer beiliegen hat. Auch die Ummantelung ist jetzt hier nicht einfach Plastik. Das ist deutlich hochwertiger, knicksicher, so wie es aussieht. Irgendwie eine Ummantelung mit Fasern, also schwer zu sagen, soll sicherlich davor schützen, dass es zu doll verknickt und sich zu doll verheddert. Ja, so, dann legen wir das mal beiseite und gucken uns einfach mal das Note 8 an. So, auf der Vorderseite, fangen wir erstmal an und ziehen einfach mal die Folie erstmal von der Vorderseite ab. So. Und natürlich auch von der Rückseite. So. Mal gucken, ob schon Power drauf ist. Dann können wir es hier einmal hochfahren lassen. Ja. Samsung Galaxy Note 8, powered by Android. So, wollen wir erstmal am besten Deutsch auswählen. Für Deutschland. So. Come on. Okay. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, dass es nicht zu hell ist. Und machen einfach mal starten. So. Allem zustimmen. Und jetzt wird es eine Weile dauern, denke ich mal. Nee, wir haben heute den 18. März 2018 und es ist jetzt 10.02 Uhr. Wir haben es nämlich gleich mal richtig eingestellt. Okay, weiter. Namen brauche ich nicht. Gesichtserkennung machen wir mal. Aber man musste. So, nochmal. So, Gesicht wurde registriert. Ich mache jetzt bloß mal einen Schnelldurchlauf für euch, damit wir mal auf die Oberfläche kommen. Damit wir halt uns das... So, und da sind wir auch auf der Oberfläche des Smartphones. Gut zu erkennen, fast die gesamte Vorderseite ist durch ein Display bedeckt und es ist auch ein Edge-Display, das heißt... Es geht auch um die Ecken herum. So, auf der Rückseite hatte ich euch ja schon kurz gezeigt vorhin. Ist die Dual-Kamera verbaut, 12 Megapixel jeweils und beide haben auch eine optische Bildstabilisierung. Daneben der Blitz und der Scanner für den Blutdruck und so weiter, also das, was Samsung schon seit ein paar Generationen hat in der S-Reihe, und daneben der Fingerabdrucksensor. Ist relativ gut zu erreichen, aber wenn man das Handy jetzt normal hält, sage ich mal so,
kommt man schon nicht mehr ran. Also da muss man dann wirklich umgreifen und das finde ich eben nicht so schön. Wäre vom Vorteil gewesen, den hier weiter unten mittig zu platzieren. Aber das soll jetzt erstmal nur ein Unboxing sein. So, auf der linken Seite erkennen wir die Laut-Leiser-Taste und die ominöse Bixby-Taste, die ja hier in Deutschland leider immer noch nicht wirklich nutzbar ist. Es gibt Bixby noch nicht auf Deutsch, dass man wirklich den Assistenten nutzen kann. Auf der Oberseite sind nur ein Mikro zu erkennen. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, jetzt. Hier vorne auf der Vorderseite die Kamera und der Iris-Scanner und ein paar andere Sensoren. Auf der rechten Seite der Power-Button. Und auf der Unterseite erfreulicherweise ein Kopfhöreranschluss, USB-Typ-C-Anschluss, Lautsprecher. Und das Highlight des Note 8, der Stift. Der ist ja eben für die Note 8-Reihe das Alleinstellungsmerkmal. Seit der ersten Generation hat er sich deutlich weiterentwickelt. Also man kann da viele, viele Sachen mitmachen und nicht nur einfach jetzt hier ein paar Notizen auf sein Smartphone schreiben. Das können andere mittlerweile auch. Also der Stift ist multifunktional. Ja, das soll es erstmal gewesen sein zum Unboxing des Galaxy Note 8. Weitere Videos werden folgen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir bleibt. Bis dann!